Liebe Besucherinnen und Besucher von YouTube, Wirtschaftsstudien zeigen in diesen Tagen, dass die Mittelschicht in Deutschland schrumpft. Seitdem die FDP auf Bundesebene nicht mehr regiert, wird die Mittelschicht dünner und die Schichten oben und unten werden breiter. Die Mittelschicht machte zu unseren liberalen Regierungszeiten etwa 62% der Bevölkerung aus. Jetzt sind es gerade mal noch 54%. Das sind 5 Millionen Menschen, die in den letzten Jahren aus dieser Mittelschicht herausgerutscht sind. Das zeigt, wenn wir Liberale nicht regieren, erodiert die Mittelschicht. Und wenn die Mitte schrumpft, wächst die Ungerechtigkeit. Es ist die Mittelschicht schließlich, die das Land trägt. Diese negative Entwicklung ist nicht zwangsläufig, sondern das Ergebnis von Politik. Wer den Bürgern die Früchte des Aufschwungs durch eine maßlose Steuer- und Abgabenerhöhungspolitik nimmt, darf sich nicht wundern, wenn die große Mehrheit unseres Volkes fragt, wo bleibt denn mein Aufschwung? Deswegen ist unsere Überzeugung, dass sich Leistung lohnen muss und dass soziale Gerechtigkeit der Leistungsgerechtigkeit folgt, unser Programm für mehr Netto vom Brutto ist weit mehr als Steuerpolitik. Es ist ein Gebot der gesellschaftlichen Fairness, dass die Lasten für diejenigen, die in unserem Land den Karren ziehen, nicht immer schwerer gemacht werden. Neueste Bildungsstudien zeigen, in keinem vergleichbaren Land entscheidet die soziale Herkunft stärker darüber, welche Bildungschancen ein junger Mensch hat, als in Deutschland. Deutschland fällt zurück hinter die Zeit, in der wir liberale Bildung als Bürgerrecht durchgesetzt haben. Bildung für alle ist die Voraussetzung für Wohlstand für alle. Wir brauchen keine Bildungspolitik, die mit Einheitsschulen alle Jugendlichen über einen Kamm schert, sondern maßgeschneiderte Bildungsangebote, in der sich unterschiedliche Persönlichkeiten auch gut entwickeln können. Gleichzeitig ist unser Bildungssystem nicht durchlässig genug. Es muss jedem jungen Menschen möglich sein, sich mit eigener Anstrengung den Erfolg zu erarbeiten. Mit unserer Politik für mehr Bildung, Wissenschaft und Forschung gehen wir diese wahre soziale Schieflage in Deutschland an und eröffnen Perspektiven. Selten hat das Bundesverfassungsgericht in so kurzer Zeit, so häufig und so deutlich festgestellt, dass Regierungspolitik unsere Verfassung verletzt. Wenn Liberale nicht regieren, leiden die Bürgerrechte. Mit unserer Innen- und Rechtspolitik schaffen wir eine vernünftige Balance von Freiheit und Sicherheit. Wir sind zuerst eine eigenständige Partei und erst in zweiter Linie Koalitionspartner von irgendjemandem. Koalitionsaussagen sind hilfreich für die Orientierung der Wählerinnen und Wähler, für Ausschlussklauseln aber, außer gegenüber links und rechts außen, sehen wir in Zukunft keine Notwendigkeit. Wir wollen nicht zulassen, dass wir uns durch Ausschlussklauseln so einengen, dass dort, wo klare Mehrheiten nicht zustande kommen, plötzlich die Linkspartei der bestimmende Faktor einer Regierungsbildung wird. Deutschland ist immer gut damit gefahren, wenn es von der Mitte und nicht von den Rändern aus regiert wird. Die Konsequenz für uns lautet, wir Freie Demokraten können uns auf uns selbst und nur auf uns selbst verlassen, auf unser eigenes freiheitliches Programm, das sich eben von allen anderen Parteien unterscheidet. Alle anderen Parteien vertrauen zuerst dem Staat und erst dann dem Bürger. Wir vertrauen zuerst dem Bürger und erst dann dem Staat. Der Staat soll nicht alles regeln, sondern er soll faire Rahmenbedingungen für die freie Gesellschaft garantieren. Wir werden also den Kurs dieser Eigenständigkeit konsequent fortsetzen, und zwar ausdrücklich gegenüber allen anderen Parteien. Wir Freie Demokraten haben mit unserem Programm, unserer Glaubwürdigkeit und unserer Geschlossenheit in den letzten Jahren großartige Wahlerfolge erringen können. Wir wurden so wieder zur dritten Kraft, nicht nur im Bundestag, sondern auch was die Zahl unserer Fraktionen in den Landtagen und unsere Vertretungen in den Landesregierungen betrifft. Diesen Weg werden wir fortsetzen, ausdrücklich mit dem Ziel, Regierungsverantwortung für Deutschland zu übernehmen, damit unser Staatsschiff wieder in Richtung Freiheit zur Verantwortung gelenkt wird und wir endlich wieder mehr Wohlstand für alle erreichen. Verbunden mit dieser Zuversicht wünsche ich Ihnen und Ihren Familien eine schöne und erholsame Osterzeit.